Ja, hi, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid und dass ihr wieder mit eingeschaltet habt hier. Wasting Life, die Karrieremod von Automobilista 2, wo wir zwar ein bisschen was eingeben müssen und ein bisschen was selber ballern müssen, aber ey, ganz egal. Wir wollen ja heute das GT5 Racing Club Winter Event mitfahren und dazu müssen wir uns wahrscheinlich erstmal, wir gucken mal noch mal ganz kurz rein, was ist denn das jetzt hier ganz genau? Racing Club GT5. Wir brauchen hier vom Setup ein GT5, okay. Dann ist das der Autoclub Speedway Road. Es gibt kein Preisgeld, es gibt wahrscheinlich auch kein Fame. Ist einfach mal was, dass wir vielleicht beim beim GT5 einfach mal eine Runde mitfahren können. So, also Car Dealer. GT5. Ja. Ich meine, Puma sind wir jetzt schon mal gefahren. Also eigentlich müssten wir uns da ja treu bleiben, aber ich würde halt auch gerne jetzt endlich mal den Ginetta fahren. Und wir haben 66.000. Ich weiß noch, dass wir irgendwie so 50.000 cashen mussten, damit wir da bei diesem anderen Pokal teilnehmen können. Also leasen wir uns die Geschichte natürlich wieder und versuchen einfach mal ein bisschen die Kohle noch beisammen zu halten. Haben jetzt 64.000. In unserer Garage steht auch der hier als geleaste Karre. Und ja, jetzt kriege ich hier, ich habe darauf geklickt und kriege jetzt hier ein paar Infos zum Ginetta. Ich habe gedacht, dass ich darüber eventuell nochmal die Livery verändern kann. Sieht nicht so aus. Also, nochmal ganz kurz rein hier. Die Competition ist dann wie folgt. Ach nee, wir können das auch hier rüber machen. Starten mal Setup. Und wir sehen uns gleich wieder. Ich stelle die ganze Geschichte mal ein. Ist hier nur ein Rennen, genau, da müssen wir gar nichts machen. Also einfach nur ein Rennen ganz simpel einstellen. Wir werden 15 Minuten, hört sich gut an. Die werden wir fahren. Und das Ganze dann mit 11 Gegnern auf dem Autoclub Speedway Road. Also, bis gleich. Ja, und da habe ich das ganz, entschuldigt, da habe ich euch das ganz kurz nochmal eingeblendet, wie das hier von meinen Einstellungen ist mit den Kontrahenten und also immer noch auf Stufe 100, da lassen wir das auch bei, so ziehe ich das jetzt erstmal durch. Runter gehen wir auf gar keinen Fall mehr, nur noch höher, weil prinzipiell können wir ja mithalten. Ist vielleicht so mal der eine Klick hier, der andere Klick da beim Setup, damit das alles ein bisschen besser funktioniert für mich, aber ich denke, das ist auch ganz normal. Ja. Ich war bloß immer so ein bisschen zu gallig vielleicht, ne? Also vielleicht noch ein bisschen mehr Contenance. Und dann klappt das jetzt hier vielleicht mit dem Ginetta. Aber ich glaube, prinzipiell geht es ja jetzt hier auch um nichts. Also können wir da ganz gechillt reingehen in die ganze Nummer. So, und muss leider wieder einen kurzen Schnitt machen, weil das sonst hier wieder nicht zu Ende lädt. Ja, bis gleich. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir mal los hier in der Geschichte. Ab geht's, ne? Jetzt haben wir das. Genau, die Nummer und rein ins Geschehen. Ja. Bin ich auch noch nicht gefahren, den Ginetta. Bin ich mal gespannt. Weiß ich gar nicht, was mich da so erwartet. Aber ihn fahren ja irgendwie viele gerne. Pit exit's clear. Stay behind the white line. Okay, Paul, we've got 8 minutes to get a decent lap in. We need to get some heat into these brakes.
Heilige Mann, da bin ich kurz aufs Grün gekommen. Man muss sich da so ein bisschen dran gewöhnen. Der hört sich sehr schnell an. So langsam ist er auch nicht, aber er braucht halt ein bisschen. Ich wollte nur gucken. Ich glaube, über 200 sind wir in der Karriere noch gar nicht gefahren. Jo. The leader has just done a 156.32. The guy in front has just done a 158.06. Track temps increasing. It's now 22 Celsius. All right, Paul. 5 minutes to go. 5 minutes left. The track temperature is increasing. It's now 31 Celsius. Air temp rising. It's now 18 Celsius. Ja, mal richtig schlucken. The lap time was at 155.48. The track temperature's rising. It's now 44 Celsius. Okay, take your time. Just get it started. You're in pole. 15 minutes.
Ich weiß nicht, ob das passt. 20 Liter und 21 Laps, ob das wirklich so richtig ist und richtig angezeigt wird. Wir fahren das jetzt einfach so. Hab da ja eher nicht so die guten Erfahrungen gemacht, dass das halt leider nicht ganz so passt. Ja, wir machen das so. Pole position. Okay, mate, get ready. Go, go, go. Side's clear. Car left. Still there. Still there. Hold your line. Clear left. Left side. Still there. Still there. Hold your line. Clear left. Left side. Still there. Clear left, V2. Car left. Still there. Hold your line. Still there. Still there. Still there. Clear left. Car left. He's still there. Hold your line. Clear left. Car left. Clear left. Left side. Still there. Hold your line. He's still there. Clear left. Them lap times, you're in the lead. All three sectors are pretty quick.
Okay, Paul. 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Ich komme aber auch nicht weg da, ey. To Teixeira behind is now 1.0 seconds. You're 2/10 off the pace in sector 1. Sector 2 is 0.7 off the pace. Sector 3 time is quick. Temps falling, it's now 25 Celsius. Okay, Paul. Halfway home. Fuel looks good. Das war aber knapp, Junge. Your last lap time was at 156.06. Air and track temps are falling. Air temperature is now 23. The track temp is now 30 Celsius. The track. Keep it nice and tidy.
That's 5 minutes remaining. We can win this. Temperature's increasing. It's now 25 Celsius. Ah, jetzt klettert hier nochmal auf. Dabei im Wetter gar nicht aufgepasst. Sieht gut aus. Schön. Teixeira is gaining on you. The gap is now 2.4. You're leading. Track temperatures are rising. Air temperatures now 28. The track temperatures now 49 Celsius. That's 2 minutes left. 2 minutes. Yo. Die Jungs hier hinter mir bleiben auf jeden Fall dran. Gibt kein Kaltglück gehabt. Kurve hat's auch in sich, ey. Ja, auch schön reinlaufen lassen, leicht Arsch kommen lassen, damit man hier gut rumkommt. Kann man sich auch schön raustragen lassen. Immer so kurz lupfen beim Curb. Hier weiß ich auch noch nicht.
Ist jetzt noch eine? Gucken wir mal. Alright, Paul, we're matching race pace. One more lap for the win. Come on. You're a second off the pace in sector 2. Noch eine Runde. Sprit reicht auf jeden Fall. Also kommt wirklich knapp hin, so, ne? Eine Runde. 1,2 Liter oder so. Ist die 4. Front right. Car left. Clear left. Car right. Still there. Clear right. Well done, mate. That was absolutely perfect. Great win. Car right. Clear right. On your right, clear right. Meine Güte, da wird schon ordentlich Qualm aufgewühlt. Aufgewühlt. Neue Wörter, die ich hier wieder erfinde. Ja, da. Gott, ey, also ich überhaupt nicht. Hab ich wieder hochgeguckt und denk, meine Fresse, scheiße. So, war nochmal spannend, die letzten 10 Meter. War auf jeden Fall kein Cut. Die Linie so mal zu sehen ist gar nicht schlecht. Na, ja, das hat doch was, ne? Ne, stopp, stopp, stopp. Ja, nee, eigentlich ist ja egal. Wir können hier rausgehen. Und dann machen wir uns hier mal ganz kurz die Geschichte wieder an. Wir sind Erster im Qualifying geworden, hier auch Erster und hier auch Erster. Und dafür haben wir wenigstens vom Sponsor ein bisschen Kohle gekriegt, okay, cool. Also war es nicht ganz umsonst. Und als nächstes wäre hier der Volkswagen TS Cup dran. Und ganz im Ernst, das machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Und wenn das dann wieder
Da müsste es ja wieder eine feste Anzahl sein, irgendwie 5, 6 Runden oder sowas. Und dann denke ich. Ja, so machen wir das dann auch, ne? Dann kommt hier der Volkswagen und die Nordschleife und das beides machen wir dann wieder in einem Rutsch. Und ja, dann bedanke ich mich wieder bei euch, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr euch das angekackt habt, ja. Ja, es ist spät, ja. Ich bin auch ein bisschen müde jetzt. Werde jetzt hier Lutz mit schlustig machen und dann gucken wir nochmal ganz kurz Legacy, 78 Punkte. Wir sind immer noch nicht viel dichter. Also es zieht sich ganz schön. Aber hey, wir sind ja auch erst am Anfang unserer Reise und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es dann hier am Ende einfach weiterspringt ins nächste Jahr. Wir werden sehen. Das war dann quasi auch der Februar. Wir können mal ganz kurz hier GT4 American Challenge. Das wäre tatsächlich was, wo man überlegen sollte, sich vielleicht einzukaufen. Was haben wir hier? NASCAR Champion World Truck Series. Mit dem Chevrolet. Das ist der Montana und das würde uns 180.000 kosten. Meine Fresse, ist das teuer. Das wären dann allerdings auch gleich 6 Rennen. Ja gut, ist klar. Ich glaube, die 20.000 sind dann halt auch mit drin in der schon. Die werden wir nicht mehr zusammengefahren kriegen. Wie sieht es hier aus? Sind immer noch die 50.000. Und hier haben wir GT4 American Challenge. Das geht auf Virginia los. Geht dann über Brasilia Full. Covelo Long. Bathurst. Und nochmal Road America. Okay. Was? Import AI, wo ist das? Customer AI, wo ist das? Filter Import, please. Make sure, set your IMS to folder and options page. Okay, aber das hatten wir doch schon mal. Automobil ist so 2. Oh, nein. Export. Competition. Achso, hier. Was hier? Setup. Zack. Ah, okay, jetzt muss ich mein Automobil Set 2 importieren und dann importiert er mir quasi die Fahrer für den Cup nochmal. Ja, okay. Das ist dann aber auch, wie gesagt, das letzte in diesem Format. Und dann müssen wir das Automobilista für sowas dann immer nochmal neu starten. Und das ist ja egal. Das ist ja, das habe ich, das ist mir beim letzten Mal noch gar nicht aufgefallen. Okay, das machen wir dann auf jeden Fall wieder so. Ja, also wie gesagt, bedanke mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt und ja, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr euch das angetan habt. Und ich freue mich dann schon, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Falls ihr da irgendwie was anders machen wollt oder mal was anderes sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und ja, wenn es gefällt, lasst doch gerne ein Like da. Und ja, ansonsten habt euch lieb, seid lieb zueinander. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.